Mit einem Strahl der unendlichen Liebe betrete ich diesen Raum und hülle dich in die Töne von Omartasat ein. Ich bin Engel Shamuel. Ich trage die Liebe der Wirklichkeit in mir. Und diese Energien schwingen heute hinter jedem Wort meiner Botschaft. Aber dennoch weiß ich auch, was es für dich als Mensch bedeutet, dich der Liebe ganz zu öffnen. Und gerade deswegen ist es mir eine sehr große Freude, heute für dich wirken zu können und heute für das Große und Ganze wirken zu können. Mein geliebter Mensch, falle nicht in die Energie der Traurigkeit, wenn du die Sehnsucht nach der Liebe spürst, sondern erkenne hinter dieser Sehnsucht die Kraft zu lieben. Denn das ist es, was dich stark macht. Die Liebe ist etwas, was dich stark macht. Und sobald du es schaffst, ganz zu dir selbst zu stehen, wirst du fühlen, wie diese Kraft in dir immer mehr zunimmt. Und so möchte ich dich auch daran erinnern, vergebe allen Menschen, welche dich vielleicht einmal verletzt haben in deiner Liebe. Vergebe diesen Menschen und vergebe dir selbst. Denn hinter jedem, hinter jeder Tat steht letztendlich die Liebe, auch wenn du es am Anfang gar nicht so wahrnimmst. Dies sind die Worte von Shamuel. Ich spreche aus der höheren Ebene der Wirklichkeit. Dies ist die Ebene des höheren Verstehens von allen Dingen, wie sie sind. Und deswegen rate ich dir und lege dir an dein Herz, allen Menschen jetzt in diesem Moment zu vergeben. Allen Menschen, die dir einmal wehgetan haben. Aus der Tiefe deines Herzens zu vergeben. Denn hinter jeder Verletzung steht dennoch die Liebe. Und so bringt dir nun Engel Shamuel die energetische Unterstützung, damit du leichter vergeben kannst. Ich lege dir meine Hand auf dein Herz und es strömt ein, die Energie der Hingabe und der Liebe. Öffne dich der Energie der Vergebung, der Energie der Vergebung für alles, was dir einmal geschehen ist und was dich verletzt hat. Erfahre die Heilung durch die Energie von Engel Shamuel. Es bedarf nicht vieler Worte. Es bedarf einfach nur ein sich fallen lassen und ein Vertrauen. Das Vertrauen in deine Seele und das Vertrauen in die Liebe. Und nun bitte ich alle Hüter und Wächter der Erde, die Vergebungsenergien mit ihrem Herzensstrahl aufzunehmen und
und über die Erde zu senden. Sodass die Vergebungsenergie im Erdgitternetz der Liebe fließt und überall dahin getragen wird, wo es nötig ist. Vielleicht fühlst du als Einzelner, wie die Energien schwingen. Und nun bittet Engel Schamuel alle Hüter und Wächter der Erde, die Energie der bedingungslosen Liebe in das Erdgitternetz einfließen zu lassen. Anschließend die Energie der Dankbarkeit. Und so füllt sich das Erdgitternetz mit diesen wunderbaren Energien. Und du, mein geliebter Mensch, bist ein Knotenpunkt von diesen Energien. Denn du trägst die Energie der Vergebung, der Liebe und der Dankbarkeit. Jetzt in diesem Moment durch das Erdgitternetz. Du trägst es von Knotenpunkt zu Knotenpunkt, von Mensch zu Mensch. Und du wirst es, immer wenn du an meine Worte denkst, weitertragen. Und so ist es mir sehr wichtig, dass du verstehst, dass ich heute in dem Erdgitternetz die Energie der Vergebung gebildet hat und dass es so ermöglicht, dir ermöglicht wird, eher so zu sein, wie du bist, dass dir die Energie der Vergebung und der Liebe Kraft gibt, zu dir selbst zu stehen. Heilung geschieht, Heilung in deinen emotionalen Bereich. Die Energien der bedingungslosen Liebe fließen nun in dir. Und du bist in diesem Moment ganz eng verbunden mit allen Menschen dieser Erde. Und nun bitte ich die Hüter und Wächter, die hohen Lichtarbeiter, diese hohe Energie, welche heute entstanden ist, Lady Cheyenne als Geschenk zu überreichen. Tragt es mit euren geistigen Händen in der Form einer Energiewolke zu Lady Cheyenne. Übergebt ihr diese Energie. Übergebt ihr es direkt in das Herz von Lady Cheyenne. Sie hat sich geöffnet. Und die Tränen der Freude füllen die Erdenergie. Diese Tränen der Freude tragen all die Energien, welche heute sich gebildet haben. Die Vergebung, die Liebe und die Dankbarkeit. Und du, mein lieber Mensch, hast deinen Teil dazu beigetragen. Du hast so wunderbar gewirkt. Und durch dich wird immer mehr Frieden entstehen. Erzengel Schamuel bedankt sich für dein Wirken und für dein Sein.
Und ich sende dir nun in den Tönen des Abschieds die Worte von Anna Schott.